Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bevor wir heute mit den Themen anfangen, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn die 65% der Zuschauer, die aktuell noch keine Abonnenten sind, dies nun ändern. Warum? Ich versuche täglich neue Videos zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen hochzuladen und damit haben wir also eine Win-Win-Situation. Wir gucken uns heute die folgenden spannenden Themen an und zwar geht es einmal um die Bitcoin-Skalierung und wie diese auf einen Wert von knapp 250% steigen konnte. Außerdem gucken wir uns noch den Ripple-Boom 2020 an, der gegebenenfalls bevorsteht und warum das mit den internationalen Zahlungen zusammenhängt. Und zu guter Letzt blicken wir noch auf eine Late-Night-Show, die sich hier lächelnd und belächelnd über den Bitcoin ausgekotzt hat. Wir gucken uns das allererste Thema an und hierbei geht es um das Thema Bitcoin und Skalierungen. Das Thema, was wir im Jahr 2017 ja so sehnlich vermisst haben, sicherlich gab es dort die Integration von SegWit. Das Problem war aber, dass natürlich hier die wenigsten dann auf das Protokoll bereits umgestellt haben und die meisten Zahlungen dann also ganz normal über die Blockchain abgewickelt wurden. Und das führte dann dazu, dass Zahlungen nicht nur sehr, sehr langsam unterwegs waren, weil es einfach einen gigantischen Stau gab. Das größere Problem war aus meiner Sicht eher, dass die Gebühren exorbitant hoch waren. Teilweise wurden da Werte von 40 bis 50 Dollar erreicht und wenn man dann eben 2, 3 Dollar verschicken wollte und man 40 bis 50 Dollar zahlen musste dafür, um die Transaktion in einem angemessenen Zeitrahmen übertragen zu können, dann sind das Dinge, die auf jeden Fall nicht passieren dürfen. Gerade nicht dann, wenn eben der Bitcoin-Preis irgendwann wieder verrückt spielt. Deswegen gibt es natürlich Lösungsansätze und das haben wir 2017 bereits mitbekommen. SegWit wurde integriert. Das führte dann zum Hardfork von Bitcoin Cash. Und soweit wir das heute beurteilen können, ist das Bitcoin-Netzwerk ja knapp um 62 oder auf 62% bereits mit SegWit verbunden, beziehungsweise werden 62% der Transaktionen bereits über SegWit eben ausgeführt. Und das ist auf jeden Fall ein neues All-Time-High, was wir hier gerade in Bezug auf das Bitcoin-Netzwerk sehen. Natürlich, ja, verändern sich diese Daten täglich und die Zahlen und Werte, die schwanken von Tag zu Tag. Das ist relativ normal, würde ich sagen, denn ja, natürlich gibt es mal mehr und mal weniger Transaktionen und jeder User hat natürlich die Möglichkeit, zwischen SegWit und der normalen Transaktion eben zu entscheiden und kann eben auch ganz ohne Probleme wieder zurückgehen. Das heißt also, das Ganze ist eben auch rückwärts kompatibel. Das Ganze, ja, was hinter SegWit ja steckt, ist letztendlich, dass diese, ja, 1 MB Begrenzung pro Block künstlich erweitert werden. Das heißt also, man kann um den Faktor 4 hier mehr Transaktionen mit reinbündeln. Normalerweise sind das knapp 2500 Transaktionen, die man also verarbeiten kann, maximal. Und durch SegWit ist es ja möglich, insgesamt 10.000 Transaktionen pro Block zu verarbeiten. Und das ist natürlich deutlich effizienter und schneller, als es sonst der Fall war. Und wie gesagt, ist die SegWit-Nutzung nun bei ungefähr 62,78%. Und soweit man das beurteilen kann, ja, verarbeitet ein Block aktuell knapp 6278 Transaktionen. Bedeutet also, dass quasi 2,5 mal mehr Transaktionen verarbeitet werden können, als es 2017 der Fall war. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die sehr, sehr positiv ist. Das führt natürlich ganz klar dazu, dass wir die Möglichkeit haben, wenn eben der Bitcoin-Preis irgendwann wieder nach oben geht und dann der entsprechende Abverkauf wieder stattfindet, dass dann also auch die entsprechende Blockchain hier natürlich so ein bisschen, ja, entlastet wird, weil natürlich, ja, das Ganze deutlich effizienter läuft und natürlich werden die Gebühren dann auch nicht so exorbitant und so schnell vor allem wieder ansteigen. Davon kann man also auf jeden Fall ausgehen. Das heißt also, SegWit ist definitiv eine Änderung und ein Update des Ganzen, was es hier deutlich effizienter macht, gerade wenn es um das Thema Skalierung und Transaktionen und so weiter geht. Natürlich müssen sich hier noch mehr anschließen an das ganze Thema. Börsen und Broker sind an der Reihe, hier die nächsten zu sein. Wir haben schon einige mitbekommen, die es hinbekommen haben. Nicht nur zum Beispiel die Hardware-Wallet-Hersteller Ledger und Trezor, die das gemacht haben. BitMEX hat Dezember 2019 nun auch angefangen, SegWit zu integrieren und wir sehen eben auch, dass Binance in Zukunft vorhat, hier SegWit zu integrieren. Und sie sagten dazu, SegWit ist auf der Roadmap, aber es hat eine niedrige Priorität, weil Bitcoin-Transaktionen im Moment funktionieren, besonders mit Lightning Network, die die Last des Bitcoin-Hauptnetzes übernommen haben. Wir wollen uns bemühen, die
sichersten Ein- und Auszahlungen zu haben. Daher hat SegWit für uns keine super hohe Priorität, da wir aktuell andere spannende Dinge in der Pipeline haben. Man sieht aber definitiv, dass es der nächste Schritt ist, dann eben auch SegWit hier zu integrieren. Und ja, man sieht also auch auf der anderen Seite, dass wir neben dem Bitcoin Lightning Network natürlich andere Alternativen eben haben, um die Skalierungsprobleme zu lösen, die wir ja eben bei dem letzten All-Time-High gesehen haben. Und wir sehen eben auch, dass solche Veränderungen natürlich relativ lang dauern, weil sie natürlich getestet werden müssen, weil relativ viel auf dem Spiel steht. Wenn man die Blockchain in irgendeiner Art und Weise kaputt macht, dann sind diese Dinge unwiderruflich gemacht worden und dann haben wir, glaube ich, sowieso ein größeres Problem. Unabhängig davon sieht man aber, dass die Entwicklung weitergeht und dass dadurch natürlich auch mehr Menschen potenziell sich mit dem Thema beschäftigen könnten, denn was wir natürlich ganz klar dann sagen können, ist, dass das Netz deutlich besser funktioniert, eben auch, wenn es sehr, sehr ausgelastet ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was den meisten Menschen, die sich dann vielleicht mit dem Thema beschäftigen, deutlich mehr Sicherheit gibt, anstatt eben die Information, okay, wir haben hier Skalierungsprobleme und so weiter. Und wenn es mal zu einem neuen All-Time-High kommt und wir dann vielleicht sehr, sehr viele Transaktionen in der Pipeline haben, dass wir dann eben relativ hohe Kosten haben. Und wenn dieser Fall nicht mehr auftritt, dann, glaube ich, sind wir da auf der sehr, sehr guten Seite. Und der Weg ist eben auch der richtige, der hier eingeschlagen wird. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es um Ripple. Die Frage ist nun, ob es tatsächlich einen Ripple-Boom im Jahr 2020 gibt, denn was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die internationalen Zahlungen sehr, sehr nach oben gehen. Also hierbei geht es nicht nur um die großen Unternehmen, sondern es geht eben auch um kleinere Unternehmen, die sogenannte Micropayments eben ausführen. Also Zahlungen, die sehr, sehr klein sind und hierbei geht es natürlich vor allem um Startups oder Unternehmen, die eben noch nicht ganz so lange dabei sind. In der Regel ist es so, dass sie ja in Vorkasse treten müssen, weil sie einfach ja, Rechnungen und so weiter bezahlen müssen und wenn sie das Kapital von oder das Geld von den Kunden eben nicht ganz so schnell bekommen, weil zum Beispiel ja, die Transaktionen sehr lange dauern oder weil die Rechnungen eben zu spät ausgestellt werden oder ähnliches, also verschiedene Probleme hier einfach mit auftreten, ja, führt das natürlich unweigerlich dazu, dass vielleicht das entsprechende Unternehmen, was neu ist und was floriert, dann anfangen muss, Kredite aufzunehmen, um überhaupt hier die Probleme lösen zu können. Das, was aber ja nun tatsächlich deutlich besser funktionieren kann, ist zum Beispiel das Thema Ripple, wenn man also darüber anfängt, hier die Transaktionen abzuwickeln. Und da geht es natürlich vor allem dann um diese kleinen und mittelgroßen Firmen, die gerade diese grenzüberschreitenden Zahlungen benötigen, weil ja es in der Regel viel zu lange dauert, bis die tatsächlich ausgeführt sind und Ripple könnte dieses ja, Lösungsstück hier quasi sein, um die internationalen Zahlungen zu revolutionieren. Und ja, man könnte damit also deutlich schneller sein Geld einnehmen, was man quasi sowieso bekommen sollte. Und hier gibt es auch ein ganz gutes Beispiel dazu. Ein japanischer Tourist besucht Thailand. Dort kann er Waren kaufen, indem er eine mobile App benutzt und einen QR-Code scannt. Dieser wiederum löst sofort eine grenzüberschreitende Zahlung von dem Account des japanischen Kunden mit Yen aus und schickt diese direkt zu dem Account des thailändischen Händlers in Baht. Wenn mehr und mehr Händler und Kunden diese Anbindung nutzen, dann wird das einen wortwörtlich gesprochen enormen Effekt haben. Und das sehe ich genauso. Das ist, glaube ich, ein Thema, was tatsächlich diese internationalen Zahlungsverkehre eben lösen kann und vor allem das Thema beschleunigen kann. Auf der anderen Seite bedeutet das definitiv mehr Sicherheit für die entsprechenden Unternehmen und damit eben im besten Fall sogar ja mehr und schnellere liquidere Mittel, die sie dann eben bekommen, ohne in irgendeiner Art und Weise in Vorkasse treten zu müssen, sondern sie haben das Kapital einfach innerhalb von Sekunden. Sicherlich ist das Thema, dass man hier ein Unternehmen dahinter hat, nicht ganz so schön, wenn man an den Krypto-Kontext denkt und vor allem auch an den Bitcoin-Kontext, wo es ja einfach keine Einheit dahinter gibt, kein Unternehmen, niemand, der darüber bestimmt kann, aber wenn man damit eben Probleme lösen kann und das sind definitiv Probleme, die wir hier beim internationalen Zahlungsverkehr haben, dann ist es, glaube ich, ein guter Weg und das könnte eben dazu führen, wenn wir also hier mehr Adaption sehen und mehr Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch Ripple integrieren, dass also durch die enorme Akzeptanz, die es dann finden könnte, der Preis also auch nach oben geht und damit könnten wir dann also tatsächlich einen Boom im Jahr 2020 sehen. Was haltet ihr von dem ganzen Thema? Schreibt es gerne unten in die Kommentare.
Wir gucken uns nun noch eine Thematik an, die immer so ein bisschen schade ist, muss ich gestehen. Eine Late-Night-Show, die hier von Stephen Colbert hier initiiert wurde oder beziehungsweise der ja in Amerika einen entsprechenden Einfluss natürlich auch hat. Eine Late-Night-Show, die von 4 Millionen Menschen geklickt wird. Und er hat zum Thema Bitcoin Folgendes gesagt: Ab und zu mag ich es, einen Haufen alter, gestohlener Computer zu verschrotten, sie in einen Keller zu werfen mit einem illegalen Anschluss an die kommunale Stromversorgung und sie für Bitcoin, das die Schwarzmarkt-Fiat-Währung ist, zu schürfen. So, und das ist natürlich echt eine negative Aussage. Damit haben wir also eine weitere Person, die sich hier auf diesen Anti-Bitcoin-Zug nun quasi gestürzt hat und damit eben auch mit Trump und so weiter auf einer Wellenlänge ist. Ich finde das sehr, sehr schade, denn ich denke, Kryptowährungen und auch der Bitcoin haben enorm viel Potenzial und sind sogar zukunftsorientiert unterwegs und werden auch die Finanzwelt in den nächsten Jahren noch weiter mit beeinflussen. Und dann solche Aussagen zu treffen, das finde ich immer extrem schade, anstatt man sich mit dem Thema einfach nochmal ein bisschen intensiver auseinandersetzt, um dann tatsächlich eine Meinung zu haben. Wenn es dann natürlich immer noch seine Meinung ist, okay, ja, aber dann sollte man darüber nachdenken, ob man das einem so großen Publikum eben kommunizieren sollte. Unabhängig davon, definitiv ein bisschen mehr Publicity, aber das wird natürlich jetzt keinen wirklichen Einfluss auf den Bitcoin in irgendeiner Art und Weise nehmen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.